Die Wirbelsäule ist das Grundgerüst unseres Körpers. Man unterteilt sie in verschiedene Abschnitte, die unterschiedlich gerichtet sind. Die Halswirbelsäule mit 7 Wirbeln ist nach vorn gebogen, die Brustwirbelsäule mit 12 Wirbeln nach hinten und die Lendenwirbelsäule mit 5 Wirbeln wieder nach vorn. Das ist der bewegliche Teil unseres Rückens. Daran schließen sich Kreuz- und Steißbein an. Von hinten ist sie gerade, doch seitlich betrachtet ergeben die verschiedenen Formen der einzelnen Abschnitte ein zweifach gebogenes S als Gesamtform. Diese doppelte S-Form ist entscheidend für den aufrechten Gang und gleichzeitig der perfekte Stoßdämpfer für unseren Körper. Einen weiteren Schutz gegenüber Stauchungen bieten die Bandscheiben zwischen den Wirbeln. Sie bestehen aus einem festen Außenring und einem Gallertkern, der wie ein Kissen die Druckunterschiede bei Bewegungen und Stauchungen ausgleicht. Der bewegliche Teil der Wirbelsäule besteht aus 24 einzelnen Wirbeln, die nach einem in den einzelnen Absätzen leicht variablen Grundschema aufgebaut sind. Wirbelkörper, Wirbelbögen, Gelenkfortsätze, Querfortsätze und die Dornfortsätze. Die knöchernen Vorsprünge der Quer- und Dornfortsätze dienen auch als Anheftungspunkte für die Rückenmuskulatur, die aus einem komplexen Geflecht verschiedener Muskelgruppen besteht, in das die Bauchmuskulatur eingebunden ist. Aktueller Wissensstand ist, dass Rückengesundheit vor allem auf einer gesunden Rückenmuskulatur beruht.